reiten, nie wieder Rodeos. Wenn Sie nicht aufhören, werden Ihre Anfälle schlimmer. Ich muss das Pferd verkaufen. Das darfst du nicht. Du wirst nie wieder reiten. Manchmal werden Träume einfach nicht wahr. Wer ist das? Das ist Apollo. Wow, das Pferd hat noch keinen auf seinen Rücken gelassen. Wo willst du damit hin? Ich fahr zum Rodeo. Du fährst heute nirgendwo hin. Ich bin gemeldet und ich reite. Ja, bring dich nur um. Zu dumm, dass deine Mom nicht hier ist. Dann könntet ihr gemeinsam stur sein. Ich pass auf dich auf. Und ich auf dich. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns eine Bestimmung. Das Pferd läuft durch die Wildnis. Und der Cowboy reitet. Wirkt wie ein recht kleiner Film und ungewöhnlich viele Aufnahmen während der sogenannten blauen Stunde der Dämmerung. Ein Zeitraum, in dem es schwer ist, tatsächlich viel Filmmaterial einzufangen. Und ein Film, der sich mit Pferden und die besondere Beziehung zu diesen beschäftigt, der mal nicht im Bibi- und Tina-Stil daherkommt. Weswegen ich es interessant finde. Es wirkt aber wie ein sehr, sehr kleiner Film, hoffentlich vielleicht sogar feiner Film. Und auch die Vater-Sohn-Beziehung scheint hier sehr wichtig zu sein. In The Rider, den uns Weltkinofilm verleiht, dessen ersten Trailer wir gerade gesehen haben, ab dem 21. Juni 2018 in die deutschen Kinos bringt, geht es um Brady Blackburn, einem sehr talentierten Cowboy, gleichzeitig ein Rodeo-Reiter, der gleichzeitig auch noch ein Nachfahre der Lakotas Sioux ist und damit mit dieser indianischen Folge das Reiten ein Stück weit auch im Blut hat. Wer reitet, der ist ein Mann. Wer nicht reitet, der ist kein richtiger Mann und er leidet einen Unfall und darf eigentlich nicht mehr aufs Pferd steigen, bis er, und das sehen wir ja in diesem Trailer, anscheinend auf ein ganz Besonderes trifft und ein Vater, der ihn nicht wirklich akzeptiert als einer, der nicht mehr reiten kann und gleichzeitig davor aber auch beschützen will, als liebender Vater wieder aufs Pferd zu steigen und damit selbst in einem eigenen Dilemma ist. Und dieser Satz mit, wenn deine Mutter doch da wäre, scheint auf jeden Fall aufzuzeigen, dass es hier eine tief verwurzelte Verbindung gibt. Und genau Brady ist diese Figur mittendrin, der auf der einen Seite sich wie jemand fühlt, der seiner Leidenschaft nachgehen will, aber damit ständig auch sein Leben riskieren würde und dessen einstiger bester Freund sogar im Rollstuhl sitzt aufgrund eines Rodeo-Unfalls. Sind das viele Thematiken rund um das Thema Reiten, was man mit Pferden machen kann Richtung Rodeo, aber auch die Beziehung zum Vater, dass ich sagen muss, bei dieser Stimmung, was sehr auf Drama gelagert ist, könnte das echt ein interessanter Film sein, aber mit dem Verleih und auch diesem Thema letztendlich so klein, dass es schwer sein wird, den unbedingt auf der Leinwand sehen zu können. Zusätzlich noch zur Fußball-WM parallel veröffentlicht, ist das auch nochmal so ein Kriterium, was echt schwierig macht, Zugang zu solchen Filmen zu bekommen. Aber ich bin gespannt, was The Rider kann und hoffe, dass ich es mit einer Kritik schaffe rund um den Kinostart. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.